Zwei Liegestühle am Aasee und ein entspannter Talk. Das sind die Ufergespräche von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Ufergespräche. Mein Name ist Michael Bürke, ich bin Redakteur beim Online-Magazin Alles Münster und heute bei uns am Ufer des sonnigen Aasees zu Gast der Schauspieler Leonard Lansing. Hallo Leonard, toll, dass du die Zeit gefunden hast. Freue mich auch, vielen Dank auch für den Rotwein. Ja, du hast noch gar nicht probiert, ich hoffe, er ist okay. Moderatoren müssen leider immer alkoholfrei dabei bleiben. Wo steht das denn? Na gut. Das ist selbst auferlegt. Naja, kann man nicht vorstellen, aber ist ein netter Versuch. Leonard, du kommst gebürtig nicht aus Münster, du kommst ganz ursprünglich aus Hamm, meine ich. Jo. Und dann ging es weiter in Gelsenkirchen. Und Essen, genau. Also ich bin in Hamm geboren, war aber nur zu diesem Anlass da. Also meine Mutter hat es nicht ganz nach Münster geschafft, mit mir im Bauch. Und dann wurde ich halt in Hamm geboren und bin dann aber dann von ihren Eltern, also von meinen Großeltern nach Gelsenkirchen gebracht worden, als Säugling. Also ich kann mich nicht daran erinnern, weder an Hamm noch an die Zeit in Gelsenkirchen, an die erste Zeit. Danach, ab 3 Jahren geht es dann, weiß ich, wo ich war. Und wie ging es dann weiter von Gelsenkirchen? Ach so, dann war ich in Essen, Schule, Gymnasium und so, habe so mein Leben gelebt und die Anfänge der Schauspielerei betrieben. Und dann musste ich den Rest vom Zivildienst dummerweise in München machen, weil die haben mich vor die Wahl gestellt, entweder Bonn, Hannover oder München. Und dann dachte ich, wenn weg aus Essen, dann richtig weg und dann war es halt München. Und dann ging es in München so weiter mit erstens dem Rest vom Zivildienst und dann aber auch mit Theater und dann fing es allmählich an mit Fernsehen. Kanntest du damals Münster schon, die Stadt? Ja, ich war ja auf dem bischöflichen Gymnasium in Essen, also Gymnasium am Stoppenberg hieß das. Und da guckt man schon gerne mal, was im anderen Bistum so passiert. Ne? Also außerdem ist Münster ja auch für Leute aus dem Ruhrgebiet eine malerische Stadt in der Nähe. Und da fährt man auch gerne hin. Ist doch prima. Du hast mir mal erzählt, du bist tatsächlich früher in jungen Jahren mit dem Fahrrad nach Münster gekommen. Ich kann sowas. Also damals konnte ich das noch. Da konnte ich auch nach Düsseldorf fahren mit dem Fahrrad oder nach Neuss. Ich habe auch mit meinen Klassenkameraden bin ich irgendwann mal in den Bayerischen Wald gefahren, auch mit dem Fahrrad. Also es geht schon. Ich wusste, wie es geht damals. Und das mit dem Dreigang-Ding, also ganz normal. Also großer Respekt. Das sind, glaube ich, von Essen bis hierher, was, so 80, kann das sein? Ja, genau, aber das ist ja nicht, mit dem Fahrrad geht es ja schnell. Dazu ist ein Fahrrad ja erfunden, dass man längere Strecken ohne viel Anstrengung zurückkriegt. Okay, du hast eben schon geschildert, dass du dann halt irgendwann Schauspieler geworden bist. Wie kam das denn? Wie bist du auf die Idee gekommen? Das war so ein bisschen Faulheit, weil ich habe angefangen, Medizin zu studieren und dann musste ich aber, weil BAföG nicht reichte, auch arbeiten, habe das auch gemacht in der Neurochirurgie, also in der gehirnchirurgischen Intensivstation, Wachstation an der Uniklinik in Essen. Und nach 3 Jahren, Spätdienst, Frühdienst, Nachtdienst frei, in diesem Rhythmus, hatte ich dann die Motivation verloren. Da war es dann irgendwann, hatte ich keine Lust mehr. Und dann dachte ich, ach Mensch, hier gibt es ja Volkwang-Schule, gehe ich da mal hin. Und das hat funktioniert offensichtlich. Es hat soweit funktioniert. Also ich war schon ein bisschen zu alt für den Laden, aber es hat funktioniert. Du hast damals ja schon, glaube ich, in Essen hast du ja schon einen Kollegen kennengelernt, ganz früh, mit dem du dann später auch... Heinrich Schafmeister, es gibt ja in Essen, gab es ja nicht so viele Läden, in die man abends noch gehen kann oder die eine Lizenz nach Mitternacht hatten. Und einer davon war die Goldene Stadt, der zweite war Amphütte und da trafen sich immer alle. Und dann trifft man natürlich auch die Leute, die gleichen Vorlieben haben, wie Heinrich Schafmeister. Mit dem du heute, glaube ich, noch ganz gut... Auch wir sind gut befreundet, ja, das war prima. Wir haben auch zusammen Theater gespielt und er macht diese Schauspielergewerkschaft, in der ich auch Mitglied bin natürlich. Aber und er war ja lange bei Wilsberg auch, ne? Der hat uns ja eine Weile irgendwie begleitet, freundlicherweise. War der Manni? Genau. Du damals schon mal das Auto. Ja, genau. Aus dem Rippen super geleiert Volvo, hast, ne? Volvo Kombi, super Auto. Geile Karre. Was meinst du, wenn du, du hast gerade gesagt, du hast Medizin studiert, wärst ja dann normalerweise in der Folge Arzt geworden. Meinst du, du wärst heute ein guter Arzt? Oder? Ach so, also mich hat Neurochirurgie natürlich sehr interessiert, aber ich bin nicht so sicher, ob ich feinmotorisch so richtig
gut dabei gewesen wäre, ob ich ein guter Arzt bin. Also ich, auf jeden Fall wäre ich nicht kein praktischer Arzt geworden, sondern wäre im Klinikbetrieb geblieben. Also das war mir schon relativ früh klar. Und dann, aber da sich diese Alternative nie gestellt hat, weiß ich es auch nicht. Hättest du angenommen, du wärst jetzt nicht Arzt geworden, du wärst nicht Schauspieler geworden. Was glaubst du, was wärst du auch gerne geworden? Journalist. Ach. Ja, Journalist, weil man steht so außerhalb der Welt, kann alles fragen und muss sich für nichts engagieren. Ja, das also ist das richtig. Ist so eine schöne Haltung außerhalb des Daseins. Die kommt mir sehr entgegen. Ansonsten träumen natürlich alle Kinder davon, Pilot zu werden. Wollte ich auch mal. Und das war es aber schon. Viel mehr Berufswünsche hatte ich nicht. Ich glaube, deine Fans sind der Meinung, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Auch im Nachhinein. Also die Geschichte gibt mir recht, aber ich bin nicht unglücklich so. Bestimmt. Wie ging das denn mit Wilsberg dann los? Ich meine, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, das ist die Rolle deines Lebens, ne? Ja, ich mache es halt sehr lange, jetzt seit 25 Jahren. Und es fing in Wirklichkeit an, dass ein Produzent aus Köln angerufen hat und mir ein Drehbuch geschickt hat. Weil es war damals, lief das Montag, also sollte ein Montagsfilm werden, Fernsehspiel des Monats von so einem ZDF-Programmdirektor, der hat das erfunden, Hans Jahnke. Und dann haben wir das gedreht und das war prima, war ein super Drehbuch und ich habe das sehr gerne gemacht. Und dann, nach einem Jahr, rief dann derselbe Produzent nochmal an und sagte, wollen wir nicht noch einen machen? Und dann haben wir noch einen gemacht, der lief auch montags. Und dann, irgendwann nach 2 Jahren, riefen die an und sagten, ach komm, lass uns doch einen im Jahr machen. Und das haben wir auch gemacht und dann wurden es halt 2 im Jahr und dann wurden es mal 3 und dann jetzt inzwischen machen wir 4 pro Jahr. Also wir haben uns das so ein bisschen erarbeitet. Wie ist das, wenn du so einkaufen gehst, wenn du auf den Markt gehst und durch Straßen bummelst? Ich könnte mir vorstellen, dass du ja schon oft erkannt wird. Also mindestens in Münster. Also ja, das ist ja, ich meine, wenn ich nicht erkannt werden würde, hätte ich was falsch gemacht. Mhm. Ja. Also das ist schon okay so. Bist du dann in der Regel mit Hallo Herr Wilsberg oder Hallo Herr Landing angesprochen? Ach, das kommt darauf an, ob die Leute ein gutes Namensgedächtnis haben oder nicht. Aber Wilsberg ist hier in Münster natürlich schon gang und gäbe. Also es kommt häufiger vor, Wilsberg. Ist mir aber egal, weil Götz-George wurde auch dauernd mit Schimi angesprochen. Also eigentlich ist wurscht. Also es nervt dich nicht? Nee. Stört dich nicht? Nee. Wie gesagt, also wenn es nicht so wäre, wäre es eher schwierig. Mhm. Jetzt gibt es ja durchaus eine Menge Schauspieler, die sind so eigentlich fest mit einer bestimmten Rolle verknüpft. So wie bei David, sag mal, die Ulrike Volkerts, die ist auf jeden Fall Lena Odenthal. Ja. Und da gibt es noch zahllose andere Beispiele. Ja, Götz-George hatte ich ja erwähnt. Zum Beispiel, genau. Ist das Fluch oder ist das Segen? Naja, also finanziell ist es ein Segen natürlich. Inhaltlich ist es auch eigentlich egal. Also ich meine, auch so ein Ludwig-Hafen-Tatort wird in 23 Tagen gedreht. Also die hat noch genug Zeit, was anderes zu machen im Jahr. Also es ist eigentlich, ist kein Fluch, es ist eher ein Lottogewinn. Wie ist das bei den Geschichten, die ihr bei Wilsberg erzählt? Das sind ja schon manchmal auch welche, die haben tatsächlich mit der Stadt Münster was zu tun, meinetwegen auch mal mit Lokalpolitik. Mhm. Bekommt ihr da eigentlich auch Tipps von Münsteranern, so nach dem Motto, bei uns liegt das und das gerade an, wie wär's? Nee, als Kehrer noch Drehbücher geschrieben hat, der sucht sich natürlich lokale Themen, weil er sich gut auskennt hier. Und alle anderen, da lügen wir einfach und sagen, Münster ist viel schlimmer, als es wirklich ist. Also das machen wir fürs Fernsehen. Münster ist nicht so schlimm. Meinst du? Ja. Also du wohnst ja in Berlin, ne? Ja, eigentlich. Ja, Berlin ist härter. Ist das so? Ja, klar. Könnte denn sowas wie Wilsberg, das ist ja, da, die Menschen da sind ja auch so ein bisschen westfälisch mitunter, ne? Und so, ja. So ein bisschen Lokalkolorit hat es ja schon. Ja, das stimmt. Könnte sowas in Berlin dann eben entsprechend umgemünzt auch funktionieren? Was meinst du, so ein Format? Also, das ist ein Ex-Jurist, der jetzt Privatdetektiv ist. Das funktioniert immer. Also es funktioniert in jeder Stadt, aber hier ist es natürlich besonders malerisch. Ja, und hier kann man halt so ein bisschen den Abgrund zeigen hinter der gutbürgerlichen Fassade in Berlin. Da ist der Abgrund eh da. Muss man nicht mal zeigen. Ja, okay. Und anders als zum Beispiel beim Tatort, ich glaube, mit dem werdet ihr auch gelegentlich mal verglichen mit dem Tatort Münster, gibt es bei Wilsberg ja tatsächlich einen Fixpunkt in Münster, also einen Ort, an dem ihr eigentlich immer seid. Das Antiquariat.
Ja. Ja, genau. Das ist auch ganz prima. Es ist sehr malerisch und sehr klein, muss ich sagen. Aber es stört uns nicht. Und man sieht halt immer gut aus. Also alle Leute, die da stehen und in dem Laden vor der Kamera stehen, sehen prima aus und sehr schlau. Und die Tatort-Kollegen, die hätten, also ich glaube, die Pathologie hier in der Uniklinik, die war sehr nett zu denen und hat denen gesagt, nehmt doch unsere Pathologie. Aber dann hatten die irgendwann keinen Bock mehr und haben gesagt, ach, wir nehmen die Pathologie vom Kölner Tatort, die da gebaut haben in Köln. Also die sind immer nur einen Tag in Münster und machen Prinzipalmarkt, Domplatz und dann ist gut. Mhm. Wir hatten damals Polizeipräsidium außen, hatten wir Bispinghof, den Romanistenladen da, diese Romanistenecke. Aber da hat der Dekan gesagt, oder die Dekanin, ich bin jetzt nicht sicher, sagen wir mal der Dekan, gesagt, sie können da gerne drehen, aber nur am Wochenende. Und das will natürlich keiner. Also wir wollen nicht am Wochenende da drehen, so schön es ist. Und unter der Woche wollten die uns nicht. Und jetzt haben wir halt leider ein ziemlich beschissenes Polizeipräsidium außen in Köln. Mhm. Was mich sehr ärgert. Rita Russek ärgert das auch. Roland Jankowski ärgert das auch. Ja, da muss also, man noch wenn was der machen Dekan können. Das mal also, sieht, ja. Ja. Wir halten natürlich die Romanistikstudentinnen und Studenten vom Studieren ab, wenn wir da drehen. Aber es ist auch nur zweimal im Jahr. Also eigentlich könnte man das freundlicherweise wiederherstellen. Ja, das ist wirklich sehr schön. Und ich glaube, es ist immer noch so, es gibt ja so Stadtführungen in Münster, dass die da immer vorbeigehen. Ja, genau. Ist auch richtig so. Ja. Ich weiß auch, die Stadt Münster hat der Produktion irgendwann mal angeboten, behilflich zu sein, hier so eine Wohnung Wilsberg zu bauen oder zu suchen oder zu bauen. Und das wäre natürlich eine riesige Nummer, weil erstens für die Stadtführung wäre es ein bisschen besser und man könnte sich den Ausblick aussuchen. Also es wäre schon ziemlich gut, aber ich bin nicht sicher, ob die da noch im Gespräch sind. Aber Bispinghof liegt uns allen noch sehr am Herzen und wir vermissen das schmerzlich. Ja, dann finde ich, da müssen wir mal vielleicht nach Ausstrahlung dieser Folge, genau, denke ich mal, wenn dann Dekan vielleicht manche fragen. Leute... Genau. Ich lerne noch ein bisschen Französisch dafür. Französisch? Naja, Romanisten. Ich meine, was sollen die sonst sprechen? Wa? Romanisten. Ich habe die ganze Zeit Humanisten verstanden. Nee, Romanisten. Ja. Alles klar. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Michael Solder? Das ist ja der Antiquar, dem das nun wirklich gehört, das Antiquariat. Der ist sehr nett. Also Michael ist super nett und freundlich und hat auch jetzt keine Sorgen mehr, uns den Laden zu überlassen. Also er war, während wir jetzt hier gedreht haben, war er auch gar nicht da, nur zum Schluss und hat geguckt, ob nichts gebrannt hat. Hat auch nicht. Und das ist prima. Ist ein sehr weltoffener Mensch, der schlauer ist, als er den Eindruck macht. Ja, das wird er wahrscheinlich ganz gerne. Wir hatten ihn ja auch schon zum Gespräch hier. Ja, gut. Ja. Und ich glaube, der findet das auch mal ganz gut. Das ist ein bisschen wie so ein Familientreffen, wenn ihr kommt und dann ist der Michael da. Ist ja alles sehr familiär. Ist ja ein übersichtliches Team, sind nur 40 Leute und die paar Schauspieler und das ist schon sehr familiär. Der Michael Solder durfte ja auch mal mitspielen, ne? Das stimmt, genau, ja. War auch ganz prima. Er war so der Stammkunde, sein eigener Stammkunde. Ja, das stimmt. Sogar mit einer Sprechrolle sogar. Ja, genau. Ganz am Ende durfte was sagen. Die nächste Folge, die ansteht, also dann irgendwann Anfang nächsten Jahres, denke ich, in der Ausstrahlung jetzt, das ist schon die 80. Ja, echt? Ja, das ist die 80. Also ihr hattet jetzt gerade die 79. Das stimmt, ja. Und das ist die 80. Mhm. Hättest du damals, als das losging, du hast ja so ein bisschen beschrieben, wie es angefangen hat, hättest du gedacht, dass es mal 80 Folgen geben wird davon? Nee, das war auch gar nicht so gemeint. Also in Wirklichkeit haben wir so einen Film nach dem anderen gemacht und irgendwann, nachdem wir dann 3 pro Jahr gemacht haben oder dann mal 4, da war dann relativ klar, es ist so eine Einrichtung, die es länger geben wird. Aber auch jetzt ist es natürlich so, ich weiß nicht, also wie die Tatort-Kollegen das handhaben, aber bei uns ist es so, das ZDF entscheidet von Jahr zu Jahr. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob wir im nächsten Jahr welche machen. Also ich habe keinen Vertrag. Also der Vertrag wird immer... Der Vertrag wird eh mit der Produktion gemacht, aber ich weiß nicht, ob die Produktion einen Vertrag hat. Aber ich nehme mal an, also die müssen natürlich die Drehbücher auch entwickeln und das dauert Zeit. Und das heißt, irgendwie werden die natürlich schon vermuten, dass wir auch im nächsten Jahr 4 Wilsbergs drehen. Das ist, glaube ich, die große Hoffnung. Meine auch, aller Fans. Genau. Ja. Du hast gesagt, die 80. Folge steht an. Mhm. In 5 Jahren müsste dann, wenn es bei diesem Rhythmus bleibt, mit den 4 Folgen pro Jahr, dann Folge 100 kommen. Ja, das ist mein heimlicher Ehrgeiz. Also 100 will ich schaffen. Danach gucken wir mal. Boah,
200 ist ja auch ein Ziel. Ne? Ja, da müssen wir noch viel mehr drehen. Weil Säugetiere werden ja nicht so alt, wie wir wissen. Ja, wie ist denn das? Gibt es da jetzt schon sozusagen so ein Battle, so ein Wettbewerb unter den Drehbuchschreibern, jetzt schon rufen hier, ich will das Buch Nummer 100 schreiben? Nee, das gibt's nicht. Weil die bereiten auch mehrere Bücher vor, gleichzeitig parallel, und drehen dann immer die, die am weitesten sind. Also deswegen ist es nicht garantiert, dass sie auch in der Reihenfolge gedreht werden, in der sie geschrieben werden. Ja, das ist ja interessant. Also es ist überhaupt interessant. Ihr dreht 4 Folgen pro Jahr, ihr kommt aber nur 2-mal pro Jahr. Ja, auch die drehen so back-to-back, weil das zwei Dinger gleichzeitig, weil es so ein bisschen Zeit spart hier in Münster. Man kann halt für beide Filme in Buchladen, für beide Filme in Münster auf dem Prinzipalmarkt sein oder am Aasee oder sonst wo. Und dann den Rest dreht man dann in Köln so, in den Motiven, die sich da so anbieten. Polizeipräsidium innen und so was alles. Ja. Finanzamt innen. Jetzt, also ich, für mich persönlich wäre es die Hölle, weil ich mir praktisch keinen Namen merken kann. Deswegen, ja im Drehbuch. Ich will mir die auch nicht merken. Man muss sich auch nicht alles merken. Man muss nur in den paar Minuten wissen, in denen man es braucht. Okay. Kurzzeitgedächtnis heißt das Geheimnis. Ja, okay. Alles klar. Also wenn ihr da die 100. Folge dreht in ein paar Jahren. 5 Jahren, genau, ja. Dann wäre das nicht die Gelegenheit, auf die alle Fans warten, nämlich der gemeinsame Auftritt mit Thiel und Börne. Ja, aber der WDR, also ich sage das ganz offen, der WDR hat kein Interesse dran, das interessiert ihn nicht. Die sagen, warum sollen wir so eine Scheiße unterstützen? Also zumindest hat das damals Gebhard Henke noch gemeint. Also ich glaube nicht, dass das die beste Idee ist. Und wenn, dann müsste man 2 Dinge drehen gleichzeitig, weil es passiert jetzt auch, dass irgendwie samstags Wilsberg läuft und am folgenden Sonntag Tatort aus Münster. Und genau so könnte man das natürlich handhaben. Man kann natürlich eine Geschichte erzählen, die samstags anfängt und sonntags aufhört. Allerdings ist es für einen Drehbuchautor auch schwer, weil er müsste halt sehr viele Hauptfiguren bedienen. Und davor haben auch viele Angst. Also ich glaube nicht, dass das was wird. Wir Schauspieler würden gerne. Also wir haben da keine Berührungsängste. Kennt ihr euch? Ja, klar. Gibt ja nicht so viele Schauspieler. Aber ihr seid ja eigentlich nie gleichzeitig in Münster. Das wäre wahrscheinlich der Overkill. Das ist der Hotelsituation geschuldet, weil es ist nur mal Platz für ein Team. Weil wir wohnen ja gerne in Germania Campus. Aber der Herr Deilmann hat sich irgendwie so ein bisschen auf das Messe- und Veranstaltungspublikum festgelegt, sodass wir im Herbst alle ins Mövenpick ziehen müssen. Mit den paar Luxusgestalten, die da nicht wohnen wollen, sondern die dann eben im Mauritshof wohnen oder sonst wo. Aber im Frühjahr dürfen wir halt alle in Germania, also ins Factory, und da ist es eigentlich besser. Also gefällt mir besser. Und das heißt aber, werden 2 Teams in Münster, werden 2x 40 Leute, und ich wüsste nicht, wann das passieren sollte. Also ist sehr schwierig. Also die Fans dürfen hoffen, ja, aber auch die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ne. Würdest du eigentlich gerne mal ein Drehbuch schreiben, Wilsberg Drehbuch? Ach so, ja, also ich weiß, ich kann mir vorstellen, so mal Ideen beizusteuern, aber ich habe ja mal einen Drehbuchkurs gemacht bei Robert McKee, einem berühmten amerikanischen Drehbuchautoren, der auch so ein Drehbuch, so ein Script-Doktor ist, der weiß, wie es geht eigentlich. Und der sagt, bevor man sich hinsetzt und ein Drehbuch schreibt, muss man auf den Word-Processor oder auf seine Schreibmaschine damals, muss man den Satz schreiben, dies ist eine Geschichte über. Und dann muss da irgendwas stehen. Mutterliebe, Vaterlandstreue, Freundschaft, wie auch immer, Enttäuschte, was auch immer. Und allein das könnte ich schon nicht, weil ich habe keinen missionarischen Eifer. Also ich muss der Welt nichts sagen. Also es gibt nichts, was ich den Leuten sagen muss. Und deswegen wüsste ich auch nicht, welche Geschichte ich erzählen sollte. Und daran scheitert das schon, so ganz einfach. Beeinflusst ihr eigentlich auch, sagen wir mal, den Dreh? Also gibt es Situationen, wo ihr denkt, ja, okay, im Drehbuch steht, wir machen jetzt das und das, aber typischer für Wilsberg, für die Geschichte wäre es eigentlich, wenn wir das und das täten? Ja, wir sind ja, also Rita und Koritke und Patricia und ich und Roland Jankowski,
wir sind ja die, die die Figuren am besten kennen, weil wir sind ja schon mit denen alt geworden. Und das heißt, wir können den jeweils neuen Regisseuren und Regisseurinnen dann auch sagen, oder wie das eigentlich läuft oder was eigentlich gemeint ist. Ne? Und das machen wir dann auch. Also wir helfen denen da schon ein bisschen. Neu ist das Stichwort. Somit aus der, aus der Taufe gehoben hat ja der Martin R. Neumann, glaube ich, als ZDF-Redakteur die Reihe. Von dem kommt auch dieser Bielefeld-Witz. Ja. Ich glaube auch die Quakende Ente kommt auch noch von ihm. Stimmt. Ist jetzt sind weg. Die Enten sind, die haben uns verlassen. Die Schwäne. Ja, ja, die haben gemerkt, es gibt hier nichts zu essen. Und dann, da ist der dicke Hund da. Ja, das kann auch stimmen. Ja. Jetzt ist er seit Ende 2021 im Ruhestand, also noch nicht so super lange. Ja. Aber hat das die Reihe so ein bisschen verändert? Nö. Oder? Nö. Nö, der hat ja einen Nachfolger, Florian Weber, und der arbeitet in seinem Sinne da weiter, glaube ich. Also ich höre nichts Negatives. Also das hat das nicht verändert, aber Martin Neumann war schon sehr, sehr maßgeblich für diese Geschichte und musste auch beim Sender viel kämpfen, glaube ich. Weil dieses Format Krimi und Komödie haben wir erfunden, gab es ja vorher nicht, also Fahnder vielleicht, so in der Bavaria damals im WDR. Aber fürs Abendprogramm gab es das so nicht. Und es war schwer für ihn, glaube ich, beim WDR, beim ZDF das so lange durchzuboxen. Also das Problem für die Sendeverantwortlichen sozusagen war eben die Kombination, oder dass man einen Krimi hat, aber es darf auch ruhig witzig sein. Also das gab es noch nicht so in dem Stil. Nee, das gab es so in dem Stil noch nicht. Also da waren wir schon da haben wir schon die Wege geebnet, und deswegen kamen ja auch die Kollegen vom WDR, also in dem Fall Gebhard Henke, auf die Idee zu sagen, ach, das ist lustig, Wilsberg läuft wie Sau, das machen wir auch. Und deswegen haben die ja diese Konstellation und das genauso übernommen, dieses Prinzip. Wobei Tatort Münster ja oft komischer ist als spannend. Also der Krimi-Gedanke ist da so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, finde ich. Ansonsten ist, glaube ich, die Idee, Humor in Krimi einzubauen, mittlerweile durchaus, finde ich. Ja, inzwischen darf man das, klar. Du leihst dir ja ständig das Auto. Entweder von Ecki, also jetzt in der Rolle, entweder von Ecki oder früher eben von Manni. Mhm. Aber im wahren Leben wäre das ein Problem, glaube ich. Ne? Ja, ich könnte mir ein Auto leihen, aber ich kann es nicht fahren. Also ich könnte es auch fahren, aber ich habe keinen Führerschein. Das ist so eigentlich das Problem. Und deswegen macht es wenig Sinn. Also ich würde dann eher laufen oder Fahrrad fahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Ja, also darf ich fragen, warum du keinen Führerschein hast? Ich war, als ich jung war, also mit 18, war ich zu arm. Also ich hatte kein Geld. Und später fand ich es nie geil. Also ich fand Autofahren nie richtig super oder so. Also da hinter der Mühle zu sitzen und irgendwie an so einem Ding zu drehen, es ist nicht so, ich verbinde damit nichts. Bereitet das beim Dreh der Folgen ein Problem? Weil hin und wieder sitzt du ja schon hinterm Lenker. Nee, also die Drehbuchautoren wissen das inzwischen. Es ist schön, wenn es eine Automatikkarre ist, weil dann ist mit dem Anfahren leichter. Also Fuß von der Bremse und dann rollt das Ding. Und man muss halt, ich kann halt nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Also wenn die auf die Idee kommen zu sagen, fahr mal eben da hier um den Kreisverkehr, um den Ludgeri-Kreisel, und wir stehen da hinten mit der Kamera und die alle anderen dürfen auch, dann geht das eher nicht. Mhm. Da müssten dann viele Aufnahmeleiter in den Autos sitzen, die die Autos fahren, und dann könnte ich auch. Aber am Straßenverkehr teilnehmen macht ja keinen Sinn. Es gibt viele Fangruppen auf Facebook und auch sonst so, die sich natürlich auch über euch, über die letzten aktuellen Folgen und so auseinandersetzen. Da geht es ja auch schon mal hoch her, also Kritik tätig. Ja, liest du dir das durch? Ich lese das, ja. Ich lese das. Und wie ist das, wenn du so da manchmal... Es ist oft nicht so herzzerreißend. Also es lässt mich relativ kalt. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich auch so, wie Heinrich Heine schon sagte, wenn der Dichter das Werk geschrieben hat, hat er das Maul zu halten. Also ich kann es dann auch nicht erklären. Also es gibt Dinge, die muss man nicht erklären. Es gibt Dinge, die will man auch gar nicht erklären. Es ist einfach, jeder sieht seinen eigenen Film. Das ist auch im Fernsehen so. Mhm. Also ich sehe einen anderen Wilsberg als jeder andere. Aber du guckst ihn. Ja, muss ja. Aber ich muss ja auch mit Journalisten reden. Und dann ist es schlau, die gesehen zu haben vorher. Ne? Weil sonst macht es keinen Sinn.
Ja, das stimmt. Wie ist das, wenn ihr abgedreht habt und wenn geschnitten wurde, also wenn die Folge fertig ist, seht ihr die im Vorfeld oder seht ihr die wie jeder andere auch dann im Fernsehen oder in der Mediathek? Wie gesagt, also da ich ja auch mit Journalistinnen und Journalisten reden muss, sehe ich die schon vorher. Also die Produktion schickt dann einen Link und dann kann ich mir da angucken und dann weiß ich. Aber in Wirklichkeit ist es auch nicht das Dringendste der Welt, dass ich das sehe, weil ich war ja beim Drehen dabei. Ich sehe allerdings gerne auch die Szenen, wo ich nicht dabei war, weil die sind ja auch für mich neu. Ach ja, stimmt. Ja. Stimmt. Genau. Das vergessen, glaube ich, viele. Ja, ich bin ja auch gerne überrascht immer. Freut mich auch. Es gibt ja, also das Team ist ja über einen sehr langen Zeitraum sehr konstant geblieben eigentlich. Das hat so ein bisschen Familiencharakter, glaube ich, schon. Ja, klar. Also wir vertrauen uns da auch und wir können uns alles Mögliche sagen und wir können alles untereinander regeln. Also eigentlich ist Regie so ein bisschen überflüssig. Also die dürfen dann gern organisieren, wer wohin guckt oder wer wohin geht. Aber was wir so untereinander machen, ist dann, das können wir schon selbst. Aber natürlich gibt es ja auch Leute, die dann nur mal für einen Wilsberg da sind, für einmal 90 Minuten. Und da, die mögen ja Regisseure und Regisseurinnen. Na gut. Ich glaube, die gravierendste Veränderung, also anfangs war natürlich Manni, das ist jetzt schon mal eine ganze Zeit lang her, dass der Heinrich Schafmeister ausgestiegen ist. Das letzte größere war ja dann, glaube ich, Ina Paule. Ja, Paule. Ja, vermisst du sie? Also war ja dein Patenkind Alex. Ja, die ist ein prima Mädchen, aber sie hat halt andere Pläne. Also sie macht jetzt Zürich-Krimi, spielt eine Anwältin, die mit dem älteren Kollegen da Fälle löst in Zürich und was sie in Prag drehen, weil es billiger ist. Die ARD zahlt besser als das ZDF, das muss man sagen, das ist so. Also es ist kein großes Geheimnis. Und sie macht ja nebenbei noch Musik und reitet leidenschaftlich gerne und wollte für beides mehr Zeit haben. Also sowohl für die Musik als auch fürs Reiten. Und das heißt, ich verstehe schon, dass sie da gesagt hat, jetzt ist gut. Ja, weil sie auch zweimal so ähnliche Dinge gemacht hat. Also es ist ja, der Zürich-Krimi ist ja nichts anderes als das, was wir machen. Nur mit weniger Humor, weil es ist halt Zürich-Krimi. Ja. Dafür gekommen ist Patricia Meden. Ja. Ich glaube, es geht vielen so, dass wir das Gefühl haben, sie ist noch nicht so richtig angekommen in der Reihe. Ja, die Rolle, es ist halt schwer, weil Pauli ist halt, also in dem Fall Alex war halt Patenkind und hatte gleich so eine familiäre Nähe, die dann so, also man musste nie erklären, warum man die eigentlich mag. Und Patricia, die Rolle Tessa, ist halt so reingesprungen und die müssen sich halt erstmal einfreunden. Das ist nicht so einfach. Also ich kann jetzt ein paar Kind nehmen, die jetzt gut 30 ist und oder knapp 30 und die dann plötzlich mein Patenkind wird, sondern wir müssen uns halt anders anfreunden. Ne? Bei Paula war es halt natürlich, aber die hat auch mit 19 bei uns angefangen. Also das ist dann, sie hat da viel Zeit gehabt, sich an uns zu gewöhnen. War auch schwer. War schwer? Also sie hat es schwer. Sie hat es mit uns schwer gehabt oder mit mir, weil sie hat halt so eine, sagen wir mal, sehr unbefangene Art, Schauspielerei zu betreiben. Und ich dachte da, es ist schon schöner, wenn man auch zu dem kommt, was die eigentliche Arbeit ist. Und da mussten wir uns schon ein bisschen aneinander kämpfen. Ja, das ist ja interessant. Naja, ist ja lange her. Sie hat es ja gelernt. Ist reingewachsen. Ja, inzwischen sagt sie ja immer, alles, was ich gelernt habe über Schauspielerei, weiß ich von dir. Und ich weiß nicht, ob mir das nicht peinlich sein muss. Es hat ja funktioniert, offensichtlich. Es ist alles gut. Also sie darf ja auch wieder mitspielen, also sie dürfte auch wieder. Sie ist ja nicht gestorben, sondern sie dürfte ja auch dann irgendwann nochmal auftauchen. Also meine Lieblingsfolge wäre ja die Wilsberg zwischen drei Frauen. Nämlich in den ersten beiden Wilsbergs gab es ja eine Frau namens Tanja, ein Mädchen, gespielt von Marie Zielke, die auch eine großartige Schauspielerin ist. Und mit der ich auch irre gern gespielt habe. Also Alex war ja der Ersatz für Marie Zielke, weil die damals mit Kauris Mäcki irgendeinen Film drehen musste und das ging dann nicht. Und ich, inzwischen hätte ich gerne diese Geschichte, dass die drei nochmal sich in einem Wilsberg treffen. Und Wilsberg steht so alleine zwischen diesen drei Frauen und denkt, oh Gott, wie furchtbar.
Mal gucken, warum. Also wir wissen ja noch nicht, was mit Paules Vater passiert ist, weil der wurde nie erwähnt. Mhm. Wahrscheinlich sitzt er im Knast. Oder aber ist als Steuerflüchtling in Kanada und wird jetzt irgendwann ausgeliefert und Wilsberg oder Patricia muss ihn da rausholen, also am Flughafen Münster, wo er verhaftet worden ist, oder es klappt nicht so ganz. Also man muss einfach mal gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich glaube, du hast gerade meine letzte Frage sozusagen vorweggenommen. Ach so. Nämlich, wie stellt sich, irgendwann wird es ja vielleicht dann doch mal vorbei sein mit Wilsberg, wer weiß. Ja. Wie stellst du dir die letzte Folge vor? Ja, die letzte Folge wäre Rita Russ, also Anna Springer heiratet. Dich? Jemand anderen, irgendein so Münsteraner Waldbaron, der irgendwie ein paar Hektar Wald hat. Und das findet die ganz super, also weil sie hat ihn kennengelernt. Das ist eine große Gelegenheit, aus diesem Polizeidienst mal rauszukommen. Sie heiratet ihn. Wilsberg hat aber gleichzeitig auf dem Prinzipalmarkt mit dem letzten geliehenen Geld von Koritke Ringe gekauft. Okay. Der klingt großartig. Aber ich hoffe, dass es noch lange dauert, bis wir diese Folge sehen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Die Geschichte wird uns lehren. Wahrscheinlich. Leonhard Lansing, vielen Dank. Gerne, gerne. Für dieses tolle Gespräch hier am sehr, Ufer. Sehr schöner Rotwein. Wir wollen den noch mal zeigen. Primitivo. Ja, unbedingt. Ja, Bio. Bio? Ja. Jawohl. War auch lecker. Alles klar, da freut mich sehr. Ne? Herzlichen Dank. Ja, gerne. Dass du heute bei uns hier am Ufer des Aasees zu Gast warst. Umgeben von Enten, Schwänen, Geiern und ich weiß nicht. Und Cellistinnen. Ja, genau. Cellistinnen auch. Aber ihr seht ja die Gegenrichtung nie, ne? Nee, selten. Schade. Ich würde eine Kamera wenigstens mal in diese Richtung gucken lassen. Ja, wird gelegentlich. Blenden wir das ein, wie das Umfeld aussieht. Ach so. Das war wieder eine Folge der Reihe Ufergespräche. Folgt uns gerne auf unserem Allesmünster YouTube-Kanal und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den Ufergesprächen. Yes. Tschüss, tschüss.